Willkommen beim Germanistikum. Mein Name ist Jan Philipp und heute beschäftigen wir uns wieder mit Verben und Präpositionen. Wenn dir mein Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal und abonniere auch die Glocke, damit du immer siehst, wenn ich ein neues Video hochlade. Wenn du einmal mit mir eine persönliche Stunde haben willst, dann schreib mir eine E-Mail an germanistikum@gmail.com. Verben mit Präpositionen, heute steht das Verb Danken für plus Akkusativ an der Tafel. Wir schauen uns zwei Beispiele dazu an. Unser erstes Beispiel. Peter dankt seinen Freunden für das Geschenk. Unser Verb ist danken. Die Präposition lautet für. Für wen oder was dankt Peter für das Geschenk? Das Geschenk steht im Akkusativ. Wir haben hier noch seinen Freunden. Seinen Freunden steht im Dativ. Und in der Regel brauchen wir bei danken nicht nur für plus Akkusativ, sondern auch ein ganz normales Dativ ohne Präposition. Wem dankt Peter? Seinen Freunden. Wofür dankt Peter? Für das Geschenk. Wir schauen uns einen zweiten Beispielsatz an. Der Lehrer dankt den Teilnehmern für die Mitarbeit. Unser Verb ist wieder danken. Die Präposition ist für. Und für wen oder was dankt der Lehrer für die Mitarbeit? Die Mitarbeit steht im Akkusativ. Auch hier haben wir den Teilnehmern. Das Ganze steht im Dativ. Und wie wir schon im ersten Beispiel gesagt haben, danken steht mit für plus Akkusativ und braucht in der Regel auch einen Dativ ohne Präposition. Wem dankt der Lehrer? Den Teilnehmern. Ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ihr das Verb danken für plus Akkusativ verwendet. Und jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit.